Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne ein paar Mods vorstellen, denn ich wurde darum gebeten und hatte es ja auch im letzten Video vorgeschlagen. Okay, also, ich will euch gerne diesmal Mofuts zeigen, Singleplayer Commands und Variable Sublinks. So. Ich habe bis letztens noch so einen Minecraft Mod Manager von TFC benutzt, aber irgendwie will der im Moment nicht mehr funktionieren, deswegen mache ich das immer jetzt per Hand. Darum habe ich hier hinten noch so eine Textdatei liegen, Installed Mods, da schreibe ich mir da rein, welche Mods ich gerade installiert habe. Ja. Gut. Ah ja, ich wollte hier noch einen optimalen, wollte ich auch noch zeigen. Dann können wir mal anfangen. Okay, als erstes zeige ich euch mal die Mods auf der Homepage von denen nochmal jeweils. Fangen wir mit Singleplayer Commons. Okay, Link kommt wieder mal in die Beschreibung. Und ja. Gut. Singleplayer Commons ist ein Mod, damit man wie im Multiplayer auch diese Chat-Leiste unten hat. Da kann man dann Befehle eingeben, nur dass man hier noch um einiges mehr hat als im Multiplayer. Hier ist eine komplette Liste mit den Commands, mit den Befehlen. Ich kann mir die nicht alle merken, also ich weiß jetzt hier zum Beispiel slash item weiß ich. Dann weiß ich. Ja, mehr weiß ich eigentlich gar nicht, glaube ich. Doch hier heal und help. Mehr ist es dann noch nicht. Und bind, damit kann man sich zum Beispiel, wenn man. Hier sind Beispiele dafür. Bind 22 wäre dann zum Beispiel Bind aufs U. Und wenn man dann U drückt, bekommt man 64 Stein. Moment mal. Steht Giftstone. Kenne ich so nicht. Ist wohl noch ein Fehler. Gut. Heißt, ihr könnt mit Bind auf verschiedene Tasten bestimmte Befehle rauf binden, skripten, was auch immer, wie man das nennen will, und könnt ihr dann sozusagen als Shortcut benutzen. Wenn ihr U drückt, bekommt ihr Stein, was weiß ich, Fly Mod an, Fly Hack Cheat, was weiß ich, ob das jetzt hier in welche Kategorie ihr das einstufen würdet. Naja, gut, dazu ist hier einmal eine Tastatur abgebildet mit allen Codes drauf. Für jede Taste der entsprechende Code. Damit könnt ihr die Sachen dann drauf binden. Gut. Hier könnt ihr das downloaden. Ich habe schon downgeloadet. Und ja, dann können wir das ja einfach mal einfügen. Gut, gehe ich mal in meinen Minecraft-Ordner hin. Müsst ihr mit Rechtsklick auf die Minecraft.jar machen oder wie auch immer, ob ihr das schon bei Eigenschaften irgendwie geändert habt. Dass ihr das direkt mit WinRAR öffnet oder WinZip. Ich mach's mit Öffnen mit. WinRAR-Archive. Und da habt ihr hier die ganzen Dateien. Hier nehmt ihr jetzt einfach bei Mods das, was ihr runtergeladen habt, die Singleplayer Commons. Die Datei, öffnet die. Nehmt dann die ganzen Class-Dateien, die README nicht. Und die wollt ihr denn nicht. Zieht ihr dann einfach hier Minecraft.jar rüber. Drückt OK. Und löscht, wenn da ein sogenannter ein Meta-INF-Ordner ist, dann löscht ihr den. Gut. Das ist jetzt drin, das ist schon mal gut. Jetzt nehmen wir World Edit. Oh, verdammt. World Edit nehmt ihr jetzt, geht im Bin-Ordner und tut das hier rein. Ich habe das jetzt hier schon drin, also kannst du überschreiben. Weil ich benutze den Mod selbst auch und deswegen ist der da schon drin. Was ich übrigens noch empfehlen würde, vorher ein Backup zu machen von eurer Minecraft-Datei, dass ihr nicht jedes Mal, wenn ihr das ändert, neu runterladen müsst. Kommt zwar ein bisschen spät, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Gut, als nächstes. Wo bin ich jetzt gelandet? Als nächstes knöpfen wir uns mal Mofuts vor. Mofuts ist auch ein sehr schöner Mod, den ich vorhin gefunden habe beim Durchblättern der Liste. Und ich finde ihn wirklich sehr praktisch und bringt auch ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel. Mit Mofuts könnt ihr erstmal neue
Rezepte machen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe das ja auch noch nicht lange gespielt jetzt. Nur ein paar Mal getestet, wie das dann ist mit Einpflanzen und so. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier zum Beispiel Mais habe ich vorhin gefunden, das sieht so aus wie Bambus. Dann habt ihr Ananas, Kokosnüsse, Äpfel, Orangen, ich weiß nicht, ich glaube das sind Kiwis. Ne, das hier könnten Kirschen sein. Dann sind das Bananen, Äpfel, Orangen und Kirschen habe ich vorhin auch gefunden. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Menge und Büsche gibt es auch neue hier. Was habe ich vorhin gefunden? Ich glaube Chili. Chili habe ich vorhin gefunden und Pfeffer. Und ja, finde ich sehr empfehlenswert. Wert und irgendwie ist ja auch so eine Aktion. Wer die meisten neuen Sachen findet im Spiel, im Mod, gewinnt irgendeinen Preis. Könnt ihr mal mitmachen. Kommt drauf an, wann ihr das Video anguckt. Also, wenn ihr jetzt erst Monat später anguckt, ist ja natürlich nicht so sinnvoll. Gut, also wir gehen hier auf Download. Wo ist das? Wo ist das? Ich glaube, hier oben war das. Ne, ist nicht hier oben. Hier unten. Hier unten geht ihr auf Download, ladet euch das runter und braucht zusätzlich zu dieser Datei, Mofuz, habe ich mir so ein Honor Requirements angelegt. Da lege ich alles rein, was so für andere Mods gebraucht wird, um die zu betreiben. Ihr braucht hierzu More Block IDs und Mod Loader. Ich werde beide Links in die Beschreibung tun. Oh, hier ist Mod Loader, der ist alt. Beide Links tue ich in die Beschreibung und da könnt ihr hier runterladen. Gut. Öffnet ihr einmal Mod Block IDs, geht in Jar rein und kopiert die beiden Dateien. Okay. Als nächstes gehen wir in Mod Loader. Kopieren wieder alle Dateien, stecken sie wieder hier rein. So, als nächstes geht ihr auf dieses Mofuz, nehmt alle Dateien, bis auf die README, alle, auch den Ordner, und kopiert sie rein. Wenn ihr den Ordner nämlich vergesst, lädt das Spiel nicht und ihr könnt das gar nicht mehr starten. Also, nicht mal mehr ins Hauptmenü kommt ihr rein, habe ich vorhin gemerkt. Ja. Und wer es mit dem TFC Mod Loader installiert, der könnte Probleme haben. Ich habe es damit nicht hinbekommen, weil irgendwie hat er ständig Probleme gemacht. Gut. Als nächstes. Oh, gehen wir wieder rein. Als nächstes kommt der Mod. Variierte Saplings. Variierte Saplings bringt etwas Abwechslung zu den Bäumen ins Spiel. Und zwar. Wenn man jetzt Bäume fällt und dann die Blätter auch runterfallen, kann man ja immer nur dieselbe Blattsorte aufsammeln und einpflanzen. Und damit ist es dann je nach Baumart, die ihr abfällt, sind unterschiedliche Saplinge und könnt halt die unterschiedlichen Bäume einpflanzen. Gehen wir mal wieder auf wieder mal in das Forum. Link wieder immer, also die Links tue ich alle in die Beschreibung rein, also keine Sorge. Gut. Also, wie gesagt, variierte Saplings hat halt verschiedene Saplinge dann. Das braucht ihr auch den Mod Loader, den haben wir ja jetzt schon installiert. Und ja, einfach downloaden. Habe ich hier schon. Öffnen wieder mit WinRAR. Alles kopieren. README nicht. Die lassen wir außen vor. Ziehen sie wieder in Minecraft.jar rein. Und ja. Kommen wir auch schon zum letzten Mod des heutigen Abends. Minecraft Optimization habe ich mir das genannt, weil dadurch wird die FPS-Rate von Minecraft erhöht und ihr könnt flüssiger abspielen. Das heißt, es lädt etwas schneller die Welt und ja, läuft allgemein halt flüssiger. Gut. Optimine habe ich mir hier, glaube ich, auch. Ja, hier habe ich das gespeichert. Was ich gerade erzählt habe, ist auch schon alles, was der macht. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Mod, um inhaltlich was zu verändern, sondern nur zum Spielfluss. Gut, ladet ihr euch das wieder runter und öffnet dann wieder den Ordner. Der hier braucht, glaube ich, auch keine anderen Mods installiert, also nicht irgendwie Modloader oder so, sowas drinne. Ja,
Heißt, wir können einfach die Sachen hier wieder nehmen und da rein kopieren, glaube ich zumindest. Wobei, mir fällt gerade etwas auf. Variierte Sublinks und Optimine könnten unter anderem unter Umständen leichte Konflikte miteinander haben. Wird sich gleich zeigen. Also möglicherweise funktioniert das nicht. Mal gucken. Da muss man entweder Optimine oder halt variierte Samplings rausnehmen. Müsst ihr für euch dann entscheiden. Gut, starte ich einfach mal Minecraft jetzt hier und schaue, wie das funktioniert. Browser schließt. So weit, so gut. Ich lege mal eine neue Welt an. Das ist völlig egal, wie die heißt. Und gucke mir die Mods mit euch mal an. Gut, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Das heißt, dürfte eigentlich reichen. Ja. Also, wie gesagt, bei den Saplings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte unter Umständen nicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Testen wir einfach mal. Ja, sieht aber so aus, dass ob es funktioniert. Wir sehen hier, ein anderer Sapling ist da drin. Und ja, sollte eigentlich funktionieren. Gut, jetzt, was gucken wir uns zuerst an? Saplinge haben wir jetzt. Machen wir mal die Comments. Also wir drücken einfach T und können einfach mal slash item 322. Anzahl braucht ihr nicht nehmen. Das ist jetzt hier der goldene Apfel, der alle Leben auffüllt. Wie gesagt, die Anzahl könnt ihr natürlich noch eingeben, hier Item 322. Ich glaube, da kann man 3 Stück irgendwie auf einmal spawnen und ja, müsst ihr halt für euch testen und einfach auf der Homepage davon nachgucken, beziehungsweise im Forum von denen. So. Als nächstes schauen wir uns einfach mal an. Es ist ja sonst nur Move Foots und Optimine. Heißt, der Rest wird gar nicht gemoddet. Optimine, denke ich, merkt man aber, dass es flüssiger läuft. Hier beim Aufnehmen merke ich das zum Beispiel, dass es schneller läuft, als wenn es sonst laufen würde. Das ist natürlich jetzt nicht mein Programm, womit ich hier alles in-game aufnehmen würde, ne? Also so. Schon Qualitätsunterschied zu meinen In-Game-Videos zu dem hier. Jetzt habe ich hier leider das kleine Problem, dass ich hier irgendwie am Arsch der Heide gelandet bin und überhaupt nichts finde. Wir stellen mal kurz eine neue Welt und hoffen, dass wir dann irgendwo im Grün spawnen. Ja. Ah, perfekt. Diesmal sind wir hier im Grün gelandet. Jetzt auf eine mir unerklärliche Art und Weise leckt es hier übertrieben. Mir bleibt allerdings verborgen, warum. Das kann ich euch leider gerade nicht beantworten. Weil gerade lief es ja noch eigentlich recht gut. So, Mofuz. Mal gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, Mofuz hat sich nicht richtig geladen. Eigenartig. Haben wir auch. Ja, wir haben doch hier die Dateien alle reinkopiert. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Okay, da es mit Mofuz jetzt nicht geklappt hat, werde ich das nachher nochmal nachposten. Also, wenn es bei euch funktioniert, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, weil vorhin hat Mofuz noch funktioniert bei mir. Ich weiß nicht. Also entweder habe ich vergessen, hier Modular zu installieren oder irgendwas anderes habe ich wohl vergessen. Ich weiß es jetzt nicht. Okay, trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, trotz dieser kleinen Schwierigkeit jetzt hier. Wir werden kommentieren. Willkommen zurück. Und zwar habe ich gerade festgestellt, nach einem kleinen Test,
mit einer neuen Welt, das Mofuz oder wie auch immer das jetzt ausgesprochen wird, doch funktioniert, denn ich habe hier diesen Baum gefunden zum Beispiel und den da drüben. Das mit dem Laggen liegt allerdings gerade daran, dass das andere Video rendert. Gut, das wollte ich nur sagen. Bis dann.